Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tulfer. Herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Willkommen zurück an Bord der Sevastopol. Lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir schauen uns jetzt gerade erstmal hier drin um, ob wir noch irgendwelche neuen Infos bekommen. Den Stecker ziehen. So, es tut mir leid, aber sie müssen nächste Woche nicht kommen. Okay. Okay, der Laden hat sogar schon zugemacht, bevor die Sevastopol aufgegeben wurde. So, an alle Mitarbeiter. Okay, bla bla bla. Sämtliche Abflüge von Sevastopol wurden gestrichen. Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro von Marshall Waite. Okay, also als die Probleme angefangen haben, wurden Abflüge gestrichen. Das heißt, alle, die noch auf der Station waren, waren hier gefangen. Und was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI, die Seeks und Hiwi-Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Okay. Gut, also quasi einfach nur ein Computerprogramm, was die Androiden kontrolliert. So, und weiter geht es jetzt durch den Schacht hier, nicht wahr? Gehen wir mal rein. Zack. Schön. Alter. Diese Atmosphäre ist einfach Killer. Ich bin ganz ehrlich. Wir gehen langsam durch den Schacht durch. Hey, ganz entspannt bitte, ne? Okay, gut, dass hier wenigstens überall Lampen hängen. In den Schächten, dann sieht man wenigstens ein bisschen was. Okay, wo kommen wir hier raus? Okay, was ist das hier? Sieht auch aus wie irgendeine Laderampe, Frachtstation oder so, ne? Irgend so ein Abfertigungsbereich auf jeden Fall. Hier fällt alles auseinander. Hier fällt wirklich alles auseinander. Damn. Okay, hey kleiner Kollege, kannst du mal an die Seite gehen? Ja, danke schön. Der kleine Putzroboter. Okay. Hey. Hey, 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 hey. Langsam, langsam, langsam. Das sind für Geräusche schon wieder. Also die Geräuschatmosphäre in diesem Spiel ist einfach der Hammer. Die haben das so gut gemacht. Bei jedem Mal spielen. Wieder aufs Neue überrascht. Okay. Ja, das hier war auf jeden Fall mal irgendwann irgend so ein Gleich! Oh. Hier steht auch Kofferentnahme. Aber das war ein Mensch auf jeden Fall. Hier ist irgendein Mensch gerade langgerannt. Irgendwer. Ja, da waren auch gerade Schritte auf jeden Fall. Okay. Das hier ist auch noch Teil von diesem Abfertigungsterminal, Abfertigungsbereich auf jeden Fall. Und hier sind einige Leichensäcke. Das bedeutet meist nichts Gutes. Okay, wir schauen uns mal ein bisschen hier um. Die Tür hier drüben ist offen. Gehen wir mal hier durch. Okay, wo sind wir hier? Da ist ein Generator. Der läuft aber, ne? Oder? Ne, läuft gar nicht. Gut, fahren wir immer hoch, ne? Generatoren immer hochfahren. So, let's go. Okay, ah. Die Türen da drüben sind aufgegangen. Ich höre Schritte.
Ey, die Geräusche. Ich krieg einen Anfall, ich schwör. Was war das? Ey, hör auf jetzt. Oh, hier ist auch ein Schacht über uns. Wo sind wir hier jetzt? Muss ich hier überhaupt hin? Muss ich hier überhaupt hin? Hier sind überall so Werkräume oder so, ne? Aber hier kommen wir ja überall noch nicht weiter. Ich glaube, wir müssen zurück. Ich glaube, wir müssen zurück in den Raum, wo wir hergekommen sind. Keine Ahnung, was die Geräusche hier sollen. Gesund klingt das auf jeden Fall alles nicht. Gar nicht gesund. So, die Tür hier. Die ist aber offen. Okay, wir gehen mal hier rein. Holy shit, Alter. Jetzt spielt hier auch Musik. Da drüben, die Tür ist zu. Oh, ich bin über die Leichen gelaufen. Entschuldigung, bitte. Das da vorne muss der Ausgang sein. Ist das der Ausgang? Gehen Sie durch die Haupttür? Das hier? Wartungsheber benötigt. Okay, dann müssen wir den wahrscheinlich erst suchen. Fuck the Marshals steht hier. Looters will pay. Okay, die Looter werden bezahlen. Also die Leute, die hier alles leer räumen. Let's go. Oh, ein Speichergerät. Wie praktisch. Okay, wir speichern mal. Besser ist das. Damn. Also, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber wir haben ja schon viele Horrorspiele gespielt. Ich meine, es ist auch nicht das erste Mal, dass wir Alien Isolation spielen. Aber die Geräuschkulisse in diesem Game ist wirklich, die sucht seinesgleichen, sagen wir es mal so. Okay, wir haben gespeichert. Hier können wir uns drin verstecken, wenn wir wollen. Aber gerade will ich mich nicht verstecken. Gibt ja keinen Grund dafür gerade, nicht wahr? So. Okay, hier ist irgend so ein Tonbandgerät oder sowas. Sonst ist hier oben nichts, ne? Ah, doch, hier kann ich rein. Kommen wir hier hin? Was steht da? Was? Da ist irgendwas undicht oder so, hä? Was steht da drauf? Waits. Lied to us. Waits hat uns belogen. Waits ist doch der Chef hier oder so, ne? Mit dem sollten wir doch auch in Kontakt treten, ne? Okay. Also ist der Waits nicht so vertrauenswürdig, scheinbar. Oh. Hallo? Oh. Ihnen geht's nicht so gut, nehme ich an. Aber ich glaube, das, was sie da in der Hand hält, ist der Wartungsheber. Den brauchen wir. Aber die Tür hier ist zu. Aber der Schacht hier ist nicht zu. Bin mir zwar nicht so sicher, ob es unbedingt so sicher ist, durch diesen Schacht hier durchzugehen. Aber wir machen das jetzt mal. Ich bin mir generell ziemlich sicher, dass nichts hier ziemlich sicher ist. Okay. Wir biegen links ab. Boah, hier ist Blut im Schacht überall. Oh Mann. Wir gehen rein. Hi. Oh, das ist ein ziemlich kleiner Lagerraum, ne? Oh, das sah viel größer aus von außen. Okay, jetzt sind wir aber drin. Gut. Wir haben zum einen eine Ausweiskarte. Und zum anderen haben wir... Boah. Ich kann es, glaube ich, besser gebrauchen. Ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher, dass wir das besser gebrauchen können. Okay. Ist hier noch irgendwas in den Regalen vielleicht? Das
Sieht aber nicht so aus. Nein, nichts. Okay. Wir benutzen mal den Wartungsheber. Und... ja, komm, gib ihm. Sehr gut, sehr schön. Nice. Sehr stark, Ripley. Okay, sehr gut. Tür erfolgreich geöffnet. Und jetzt sind wir auch im Besitz eines Wartungshebers. Eigentlich so ziemlich das wichtigste Tool, was wir brauchen. Was soll dieses Geräusch? Warum? Habe ich was verpasst? Mach mal die Strebe auch weg. So, zack. Ja, sehr gut. Und auf. Sehr, sehr gut. Okay. Was gibt's hier drin Gutes? Irgendwelche Infos? Wir haben Schrott. Und komm, wir hören uns mal das Tonband an. Die Person Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Haste. Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Ah. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Ha. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ah, vielleicht ist er nur schüchtern. Vielleicht will er aber auch einfach nicht sagen, was er weiß. Okay, es wurde irgendein Haste befragt. Absolut irrelevant für uns eigentlich. Aber dann haben wir uns das auch mal angehört. So. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Da war was im Schacht. Da war gerade auf jeden Fall noch irgendwas anderes unterwegs, außer uns. Diesmal habe ich es aber ganz genau gehört. Oh Gott, diese scheiß automatischen Türen, Alter. Okay, warte. Ich speichere nochmal. Lieber einmal zu viel speichern, wie einmal zu wenig. Ihr wisst es. Okay. Gut, gehen wir mal runter. Wir können jetzt die Haupttür öffnen. So, hier steht auch mal in allen Sprachen willkommen. Sogar auf Deutsch. Nice. Und dann machen wir mal die Hauptstrebe hier auf. Ganz ruhig. Okay. Okay. Pure Entspannung, Bruder. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Das ist Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann. Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Sexton Communications befindet sich im Systech-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Bin ich mir...
lauern so einige Gefahren. Ja, nicht so sicher, ob es wirklich unser Glückstag ist, aber wir machen uns mal mit Axel auf den Weg. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Er kennt sich hier schließlich scheinbar aus. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Tja, dann macht's mal gut. Euch nur das Beste. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicher. Ja, besser ist das wahrscheinlich. Ein bisschen Hilfe könnte nicht schaden, aber... Ich hoffe, ihr Schiff gibt es wirklich. Zu viele Leute auf einem Haufen. Moment. Ist hier gar nicht gut. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Okay. Dann mach du's, Bruder. Da speichere ich jetzt ausnahmsweise mal nicht. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Natürlich. Aber ich schätze mal, das hätte ich auch geschafft. Den Knopf nach unten darf ich drücken? Na, worauf warten Sie? Natürlich. Drücken Sie den Knopf? Ha. Und wir fahren jetzt zum Frachttransport. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände okay. Es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Chef schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Haare flechten. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Wir werden schon bald erfahren, um wen es dabei geht. Aber wir lassen ihn mal vorgehen. Es ist mir eigentlich ganz lieb. Oh, Leute. Ah, jetzt soll ich wieder vorgehen, oder was? Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten verstecken. Uns nach dem Ausweg umsehen. Bist verstecken, verstecken. Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens Alter, jetzt hat er uns hier in die Ecke reingequetscht. Lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie. Herzlichen Glückwunsch, Axel. Jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Ey. Geh mal an die Seite. Oh, dass ich euch gefunden hab. Ärger. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. So, folgen Sie Axel in die Schächte. Machen wir. Ja, der hat uns einfach in die Ecke reingedrückt, der Kollege. Das kann er, das kann er. So, geh mal da rein, bitte. Wir folgen ihm. Freunde von Ihnen? Er kennt sich hier. Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Was war das? Nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Wir unternehmen doch was. Wir gehen durch den Schacht und allen aus dem Weg. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Ja, das ist wohl wahr. So, wo kommen wir hier jetzt an? Sie leben hier? Oh. Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ja, wahrscheinlich. Hat der Axel sich hier ein bisschen eingerichtet. Ist ja eigentlich ich gar nicht mehr mich so schon verkehrt. Eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Ja. Besser ist das. Okay, hier speichern wir jetzt aber mal. Es wird dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Ah, stimmt, wir kriegen die Taschenlampe, sehr gut. Genug Batterien mit. Taschenlampe. Sehr, sehr gut. Setz die mal auf. Was war das jetzt? Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Halten Sie F, um die Taschenlampe aufzuladen. Ja, hä? Und dann? Taschenlampenbatterien.
Ah, okay. Jetzt geht's. So, hier sind noch irgendwelche Sprengkapseln. Hat der hier sonst noch was rumfliegen? Nee, ja? Okay. Gut, folgen wir immer. Oh, noch mehr Taschenlampenbatterien. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Sehr gut. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Okay. Finden Sie den Schachteingang. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Welchen Schacht denn? Den da? Hier ist noch eine Ausweiskarte. Nutzen Sie Ihre Taschenlampe mit Bedacht. Ja, viele Batterien sind nicht verfügbar. Vor allem, wir spielen ja auf Albtraum. Da gibt's noch viel weniger Batterien. Ich hab was gehört, keine Sorge. Axel, ist es der hier? Aber das hier ist der Schacht. Das hier ist auf jeden Fall der Schacht. Wo ist er denn? Da kommt er. Das sieht mir sehr nach dem richtigen Schacht aus, mein Lieber. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Natürlich. Ich habe alles unter Kontrolle. Klar. Klar, Axel, klar. Irgendwer hat's unter Kontrolle, ne? Gut. Mach mal auf den Mumpitz. Sehr gut. Unser Ziel ist ja die Kommzentrale, damit wir das Schiff kontaktieren können. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Axel hat gesagt, es ist ein weiter Weg. Und da hat er vermutlich auch recht. Es ist eine riesige Station. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Besser ist das. Oh, Ripley, du weißt ja noch gar nicht, worauf du dich hier eingelassen hast. Ja, Torrance ist unser Schiff. Ich hab was gehört. Oh, da sind die Kollegen. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Was stimmt nicht? Immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Okay. Folgen Sie mir. Ja, ich bin hinter dir, Axel. Alles gut. Okay, wo sind die beiden hin? Keine Ahnung, ich speichere mal eben. Immer einmal zu viel speichern wie zu wenig. Das ist unser Motto hier in dem Spiel. Wir müssen hier leise sein, nicht die Taschenlampe anmachen. Okay, Taschenlampe bleibt aus. Leise. Okay, ja, wo müssen wir denn hin? Wir lassen Axel mal vorgehen. Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir sind bewaffnet. Okay, okay. Die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Welche Tür? Die da? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Welcher Generator denn? Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du kannst das besser? Das mal vorbeigeschlichen. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten! Ist euch aufgefallen, dass... Oh, die stehen alle da. Ja, hä, was soll ich denn machen? Ich soll irgendeinen Generator ausmachen? Aber wie denn? Ah, hier drauf. Okay. Zack. Was war das denn? Generator aus. Generator
Okay, okay. Selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Hier fällt alles Tag um Tag. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Genau, geht ihr mal nachsehen. Guckt besser mal nach, wer den Generator ausgemacht hat. Okay, kann ich jetzt hier raus? So, was war das? Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Was war das gerade für ein lautes Klappern? Nochmal Schrott. Den nehmen wir besser mit. Nochmal speichern. Okay, an denen haben wir es schon mal vorbei geschafft. Mit einem kleinen, aber feinen Ablenkungsmanöver. Okay, Axel, weiter geht's. Come on. Ach, soll ich vorgehen? Ja, klar. Warum auch nicht, ne? Wie weit noch? Fast da. Man sieht es gleich da vorne. Okay. Ist Ihr Schiff auch noch da. Ja, das hoffe ich auch. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie... Nicht so wirklich. Medikit V1. Wir haben einen Plan gefunden, sehr gut. Was ist jetzt hier los? Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Oh oh. Ich hab's. Jetzt? Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Wo denn? Ja, muss ja nur dem Kabel hier folgen, oder? Ah, okay. Fertig. Zwei Mannschalter betätigen. Auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Oh. Hinter ihm. Was? Oh, scheiße. Okay, wir müssen ihm helfen, Herr Axel ist ein bisschen in Gefahr. Komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach mit... So, zack. So. Ab. Oh Gott, Axel. Ja, jetzt. Hey, ihr Sackgesichter! Jetzt sind sie auf jeden Fall unterwegs, nachdem du geschossen hast. Scheiße. Okay, schnell weg hier. Wir haben ihn umgebracht. Los, lauf doch. Oh nein. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Ah, wir hätten ihn auch einfach anders ruhig stellen können. Sie das? Hören Sie da was? Ich höre schon so einige Sachen. Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Na, wer war denn das? Ist das hier die Transitstation? Transit rufen. Oh, damn. Das war's. Die Bestie ist da. Bin ich hier sicher? Ich habe den Transit gerufen. Na komm schon. Na komm. Der Transit ist da. Ey. Komm schon, mach auf. Okay, fahr. Oh. Okay, so weit, so gut. Alter. Okay, und jetzt sind wir im Lawrence Systec-Turm. Und jetzt sollen wir einen Aufzug zu Seekson Communications finden. Wir haben jetzt nicht mehr Axel als Reiseberater dabei. Ab sofort sind wir ganz auf uns gestellt, aber waren wir ja vorher auch. Haltestelle für Seekson Communication Technologies, technische
Archer Support Dienst und Gemini Exoplanet Solutions. Das Problem ist nur, dass wir nun auf jeden Fall Gesellschaft haben. Das Vieh weiß jetzt, dass wir auch hier sind. Aber ich glaube, dem Vieh ist es egal, wen es jagt. Das Alien macht da keinen Unterschied. So, wir haben gespeichert. Wir sind jetzt im Lawrence Systec-Turm und suchen nun einen Aufzug zu Sexton Communications. Und ab da sollten wir dann auch eigentlich die Torrents kontaktieren können. Vielleicht. Aber Leute, das ist für die zweite Folge von Alien Isolation. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.